Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play House Party. Es geht weiter. Ich hatte jetzt endlich wieder Zeit, nachdem ich die letzten Wochen wirklich hart durchgearbeitet habe und wenig Gelegenheit hatte. Tja, ich habe mir jetzt mal überlegt, wir fangen nochmal von vorne an, denn es hat sich im Spiel doch so einiges verändert. Und ich würde ungern diese neuen Stories verpassen, vor allem, weil sich jetzt bei Patrick und Rachel einiges getan haben soll. Naja, mal gucken. Also, wir sind wieder bei der Party von Madison mit der gruseligen, scheußlichen Mucke, die wir echt furchtbar finden. Und ich glaube mal, ich muss sie ein bisschen weniger laut machen, weil mir das Zeug sonst die ganze Zeit in die Ohren brüllt. Das ist echt furchtbar. So, gucken wir doch mal. Wo ist denn der gute Patrick? Hier haben wir wieder die Spaßbremse, nämlich Frank. Kann ich das vielleicht ausschalten oder eine andere Musik anmachen? Wäre schön. Mediendock? Okay, was ist das? Cool sieht wie eins von diesen Docks aus, die Musik abspielen können oder vielleicht sogar ein Video auf anderen Geräten. Danke, Wissenschaft. Okay. Sieht so aus, als würde hier ein Tablet rumliegen. Okay. Ohne DVD, was ist das denn hier? The Uncertain. Ey, man sagt, dass sie die 2001-Version genommen und noch mehr Sex hinzugefügt haben. Dieses Businessmodell hat noch nie bei irgendwem funktioniert. Idioten. Okay. Esszimmer-TV. Untersuchen. Sieht aus wie ein Smart-TV. Real Hung Electronics. Klingt nach einer gefälschten Marke, okay. Ja. Also wenn ich das Ding jetzt mitnehme, dann habe ich wahrscheinlich erstmal Stress mit Frank, weil der das natürlich sieht. Der steht hier auch so, naja, er sitzt hier auch so ein bisschen unpraktisch rum. Oh, ich nehme gleich mal den Kaffee mit. Den können wir ja später brauchen. Sie ist fast voll, die nehmen wir gleich mal mit. Danke für den Kaffee, Frank. Ich weiß, ich soll hier jetzt nicht trinken. Schrank öffnen. Und hier haben wir so natürlich eine leere Wodkaflasche. Die können wir später auch noch brauchen. Was haben wir hier? Da ist der Rum und hier ist das ganze Bier, das wir eigentlich auch noch sammeln können. Aber jetzt möchte ich doch erstmal wissen, wo Derek ist. Derek! Hallo! Ich möchte mit dir reden. Ah, da ist er ja. Er hat sich nach draußen. Huch! Aha. Patrick, du kannst diesen Scheiß nicht einfach sagen. Wir sind mehr als nur das. Verdammt! Mann! Okay, lass uns mal zuhören. Oh, die Ha? Ich meinte die ganze Wahrheit über meine Website und wie sie freigesetzt werden kann. Oh Mann, bra, nicht, dass Frauen Löcher sind. Ich meine, sie haben sie. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Fuck, das war intensiv. Sieht so aus, als bräuchten sie einen Moment zum Chillen. What the fuck? Was haben die für Themen? Okay. Patrick? Rachel? Ich glaube, ihr seid irgendwie so ein bisschen miteinander nicht ganz glücklich. Nicht weg. Nicht wegrennen, Derek. Bleibst du hier? Das ist mein Kumpel. Hallo, Derek. Ah! Hey, buddy. Glad you can make it. Just a fair bit of warning. My friends are a little, should I say, eccentric. They're cool, though. Make yourself at home and introduce yourself around. Thanks for coming, buddy. I'm actually really glad you came. It's been a rough week. I was looking forward to hanging with you. It's not worth getting into right now. Let's just relax and enjoy ourselves. It's just a lot of things, man. Family stuff mostly, but also some girlfriend problems. I mean that as girl problems and friend problems, all bundled into one. Fun fucking stuff. That's about as specific as I'm gonna get right now. Thanks for looking out, buddy, but let's leave it. Fun fucking stuff wird hier mit Spaß ficken Zeug übersetzt. Da war doch Google mit dabei. Okay, jetzt lass mich erstmal schauen, dass ich die gute Rachel erwische und sie mal fragen, warum sie sich mit Patrick streitet. Hallo, Rachel. Schön, dich kennenzulernen. Rachel ist ziemlich cool. Ich habe gehört, dass sie mit einigen wirklich angesehenen Leuten wie Wiki Vixen befreundet ist. Ja, wir möchten alle mit Pornostars befreundet sein. Hey, I'm Rachel. Sorry if you just saw me swat that guy. I promise you, I'm not a giant bitch. I just... I can't even get into it.
Hey, ich bin Rachel. Tut mir leid, wenn du gesehen hast, wie ich den Kerl geschlagen habe. Ich verspreche dir, ich bin keine totale Schlampe oder so. Ich kann einfach, ich will jetzt echt nicht davon anfangen. Cool, aber warum hast du Jerry Springer auf ihn angesetzt? Echt jetzt? Habe ich da irgendwas verpasst? Ich nehme mal das hier. Jerry Springer klingt irgendwie krank. Have you not heard anything about Patrick before tonight? No? Do you know the website Neighborhood Watch? Oh oh. Hast du vor heute Abend noch nichts von Patrick gehört? Nein? Kennst du die Website Neighborhood Watch? Okay, Patrick, was für Blödsinn machst du? Nein und nein, kenne ich nicht. Yes, I'll just have to take your word on that. Just stay away from that chemical burn of a person over there. Now, if you'll excuse me, I'm going to figure out how I can get my alcohol back from a different guy who, funny story, decided to confiscate all the alcohol from a party. Aha. Okay, ich schätze, das muss ich dir dann wohl einfach glauben. Halte dich einfach von der chemischen Verbrennung einer Person da drüben fern. Also ich glaube eher so aus den Kreisen dieser anderen Person. Nun, wenn du mich entschuldigst, ich werde herausfinden, wie ich meinen Alkohol von einem anderen Kerl zurückbekommen kann, der, was übrigens eine lustige Geschichte ist, beschlossen hat, den ganzen Alkohol auf der gesamten Party zu verbieten. Ja, viel Glück. Das wird dir nicht gelingen. Denn das ist ja unser Job hier. Oh Mann. So, dann rede ich doch mal mit Patrick. Hallo Patrick, was hast du angestellt, Kumpel? Offensichtlich war es irgendwas Bescheuertes. So ziemlich jeder hasst Patrick. Ich weiß nicht mal, wieso er eingeladen wurde. Okay. Bra, you finally arrived. I've been waiting since... Wait, you're not that guy I met at the bus stop? Sorry, I'm seeing double. You're a new bra. What's up? I'm Patrick, a.k.a. Party Pat, a.k.a. Pat the Frat, a.k.a. Patty Mayonnaise. Ach du Scheiße. Bra, du bist endlich angekommen. Ich warte seit... Warte, bist du nicht der Typ, den ich an der Bushaltestelle getroffen habe? Tut mir leid, ich sehe doppelt. Du bist neuer Bra. Was geht? Ich bin Patrick, aka Party Pat. Aka Pat the Fred, aka Patty Mayonnaise. Ernsthaft, wie kommt man auf solche beknackten Spitznamen? Ich sag dazu jetzt mal nichts. Und der ist squashed. So richtig schön blau. Du hast die Scheiße aus dir rausgeprügelt bekommen. Worum ging es denn da? Yeah, that was something else. That Rachel, she's a firecracker. It was cool how she did that where people could see. I'm a broadvocate for transparency. One of these days, long after we've settled our differences, her and I will look back on this night and laugh. Okay. Ja, das war mal was. Diese Rachel, sie ist ein Feuerwerkskörper. Huh? Was sie gemacht hat, war cool. Okay, er steht offensichtlich darauf, von Frauen geschlagen zu werden. Ich bin ein, Befürworter für Transparenz. Eines Tages, lange nachdem wir unsere Differenzen beigelegt haben, werden sie und ich auf diese Nacht zurückblicken und lachen. Transparenz. Ich würde mal wetten, dass der irgendwie so komische Videos aufnimmt von seinen Nachbarn, wie sie sich an- und ausziehen oder Sex haben oder irgendwie sowas. Was ist euer Problem? I should probably talk to somebody about it. Mom always said, take advice when it's given. That and just because he lives here doesn't mean he's your father. Ah, Rachel's Krav Maga training has really paid off because this pain is unreal. Before I go saying anything, I gotta find something to make this pain go away. Okay. Ich sollte wahrscheinlich mit jemandem darüber reden. Mom sagte immer, nimm Ratschläge an, wenn sie dir gegeben werden. Und das und nur weil er hier wohnt, bedeutet das nicht, dass er dein Vater ist. Oh, Rachel, Krav-Maga-Training. Oh, also Krav-Maga-Training. Hat sich wirklich gelohnt, denn dieser Schmerz ist irreal. Bevor ich etwas sage, muss ich etwas finden, damit dieser Schmerz verschwindet. Ah, vielleicht kann ich dir helfen. My bra coming through in the clutch. If you see some pain meds rolling around somewhere, grab them for me. Any will do, probably. It's just science. Anything that comes in pill form will automatically make you feel better with no other consequences whatsoever. I'll hold on to this wine, so I'll have something to wash it down with. Mein Bra ist voll am Start. Wenn du irgendwo Schmerzmittel siehst, nimm sie für mich mit. Alles ist in Ordnung, glaube ich. Es ist nur Wissenschaft. Alles, was in Pillenform kommt, wird dich automatisch besser fühlen lassen, ohne weitere Folgen. Ich werde diesen Wein aufbewahren, damit ich etwas zum Runterspülen habe. Das ist total falsch, aber ich werde dir helfen.
Geben Sie dem Mann ein paar Drogen. Ja, okay, das ist jetzt unser nächster Job, dem guten Patrick ein paar Schmerzmittel zu besorgen. Ach du fuck, echt. Just chill, ja. Ich werde jetzt erstmal mit Frank reden und ihn fragen, warum er die ganze Zeit den Alkohol einsammelt. Und dann können wir uns ja mal auf die Suche nach Schmerzmitteln für Patrick machen. Hallo Frank. How's it going, dude? Wait, you're not drunk, are you? Ich bin sowas von nüchtern. Good. I'm straight edge. I can't stand assholes who get drunk at parties. I feel it's like my civic duty to beat the ever-loving shit out of anybody I see with a drink. My contribution helps make this world better. Huh. Ich nehme mal die Wodkaflasche mit. That's okay. But don't say I never did nothing for you. Okay, dann nehme ich doch mal die Wodkaflasche mit. Die können wir ja noch brauchen. So, leere Wodkaflasche mitnehmen. Alles andere lassen wir mal lieber drin, sonst kriegt er nämlich hier einen Aufstand. So, jetzt muss ich mal gucken, wo hier die Schmerzmittel waren. Und es sollen sich auch so ein paar Sachen... Mülleimer? Okay. Oh. Du hörst ein schreckliches, ekliges, erschreckendes Geräusch von dem Inneren der Dose kommen. Es ist wahrscheinlich Zeit zum Abhauen. Ist da wohl das komische Seelentier von der guten Madison drin oder was? Okay, ich guck mal eben, wo ich die Schmerzmittel für Patrick finde, damit wir in dieser Story ein bisschen weiterkommen. Die waren nämlich hier oben irgendwo, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht, waren die hier drin oder so. Was habe ich denn hier? Upsa. Was ist das hier? Ah ja, die Farbe kann ich zumindest mitnehmen. Blauhaarfarbe. Okay. Eine Zahnbürste. Madisons Handy. Ich werde das mal mitnehmen. Lalala, ich würde mein Handy nirgendwo rumliegen lassen. Niemals. Nein, nein. Waren jetzt nicht hier irgendwo die Schmerzmittel? Ah, warte mal, hier unten? Ah ja, stimmt, hier steht Gut Grip, weil du schon genug unerwarteten Scheiß im Leben hast. Ja, das war dann doch nicht hier. Warte mal. Ich muss es erstmal finden. Ich greife mal eben kurz die Kamera. Die können wir nämlich später auch noch brauchen. Nachttisch. Nix drin, okay. Schade. Das wäre ja auch zu leicht gewesen. Was gab's denn hier? Na, dann machen wir hier auch wieder zu. Wir sind ja ordentlich. Und das Bier, das hier oben steht, das nehme ich auch gleich erstmal mit. So. Was hat sie denn hier? Kommode? Untersuchen? Schöne flache Oberfläche. Ja, ja, nee, lass mal hier. Ich glaube, der TV hier ist auch irgendwie neu. So, was ist das hier? Aha, die haben nichts auf Captain Ralphs Column Clear. Ich glaube, das ist auch so ein Apfelmittel, genau. Wo waren denn jetzt die verdammten Schmerzmittel? Ich habe die doch hier auch irgendwo aus der Bude raus. Okay, hier ist der Safe. Ah ja, den Dildo, den kann ich auch mal wieder mitnehmen. Winziges Labeling im unteren Eck deuten darauf hin, dass es vier Einstellungen gibt. Leicht, mittel, schwierig und Clitpocalypse. Ach du Scheiße. Okay. Also offensichtlich sorgt dieser wunderbare Dildo für sehr viel Spaß, wenn man ihn nur richtig zu gebrauchen weiß. Ich brauche jetzt aber Schmerzmittel. Verdammt, wo waren die denn? Obere Badezimmer. Oh ja, vielleicht hier. Ich weiß es echt nicht mehr. Shit, das ist schon so lange her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Also diesen Stage gespielt habe. Ding dong, ding dong. Irgendwas hat hier gedingdongt im Hintergrund. Ich... Close Toilet. Nein, 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 nein. Ich setze mich da jetzt nicht hin. Hallo? Vergiss es. Ich bin immer noch das Weißbrot. Oh Mann. Also wenn ich mal davon ausgehe, dass der gute Typ, den ich hier spiele, als der Handsome Guy irgendwie genannt wird, kommt mir das irgendwie ziemlich falsch vor. So, war hier irgendwas drin? Ah, hier oben ist der Chardonnay.
Sie muss an Franks Radar vorbeigekommen sein. Das nehmen wir gleich mal mit. Ich weiß zwar nicht mehr, wofür man den brauchte, aber... Puh. Warte mal, hä? Was ist das denn hier? Das ist ja ein Handy. Wieso hängt hier ein Handy? Nee, MP3-Player? Okay. Ein MP3-Player. Ist das eine Hausparty oder ein Museum? Okay, kann ich den mitnehmen? Hingreifen, okay. Uah! Aua! What the fuck? If at first you don't succeed, throw a dildo at it. Obviously, do we have to tell you everything? Fuck, ich frage mich, ob das auf dem MP3-Player ist. What the fuck? Okay. Ich soll ein Dildo da drauf? Moment. Wir haben ein Dildo. Okay. Verwenden mit... Warte mal. Vibraton. Ich glaube, das ist der hier. Wieso? Boah! Derek, kannst du nicht irgendwie... Alter, stell dich doch jetzt nicht hier... Oh Mann. Geh mal weg hier. Kusch. Ich will nicht mit dir reden, Mr. Pommesnippel. Wieso kann ich das nicht machen? Oh, das hier oben flimmert so ein bisschen. Ah. Okay. Verwenden mit. Wieso kann ich das nicht tun? Muss ich den erst einschalten? Warte mal. Ich mach den mal an. So. Wo ist der Teil denn jetzt hier? Hier. Verwenden mit... Ach nee, kann ich nicht. Schade, jetzt hätte ich's... jetzt hätte ich das mal versucht. Boah, die Gerüche der Farben hier drin sind ziemlich stark, okay? Ist das hier dann so ein bisschen die Ecke, in der man dann ordentlich chillen kann? Allein schon durch den Farbengeruch. So, hier ist der Besen. Sieht aus wie ein typischer Standardbesen. Ich nehme den mal mit. Besen was added to your inventory. Okay. Ich wollte schon immer mal einen Besen auf einer Party klauen. Alter, wo sind denn die verdammten Schmerzmittel? Hier ist eine Menge los. Ist aber ein netter Kunstraum. Es ist ein Bild eines eulenartigen Vogels im Flug. Zumindest denke ich, dass es das ist, ja. Und ich hatte euch ja schon vorher erklärt, dass ich das für eine sehr unrealistische Darstellung halte, wie man normalerweise zu malen pflegt, weil das ist ziemlich bescheuert so. So. Hier ist der gute Patrick mit seinem Wein. Den kann ich ihm jetzt aber nicht klauen. Oh, warte mal. Wir können den Dildo hier oben klauen. Nicht dein Dildo, sein Name ist Ashleys schwellende Begierde. Oh Gott. Okay, es ist Ashleys Spielzeug. Uiuiui. Oh. Oh, ich kann die Schranktüren. Konnte man das früher auch schon? Okay. Und offensichtlich haben die überhaupt keine Klamotten. Also, irgendwie tun die hier nicht rein. Hallo Brittany, wir reden uns später mal, glaube ich. Da ist eine SD-Karte drin, okay. Was haben wir denn hier Schönes? So, hier ist der MP3... Nee, der Router. Was haben wir hier? USB-Stick. Untersuchen. Ich frage mich, wer ihn hier liegen gelassen hat. Ich nehme das mal mit. Okay, aber ich klaue mir jetzt mal diesen fetten Dildo hier. Boah, ey, stehen jetzt die ganze Zeit hier irgendwelche Leute drin, die mir dabei zugucken, wie ich Dildos klauen könnte? Ey, was soll das denn? Was ist das denn hier? Ein Flachmann. Cool, ein Flachmann. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern der nützlich sein könnte, wenn man die ganze Alkoholproblematik hier betrachtet, aber ich sollte ihn vermutlich wohl doch mitnehmen. Das werden wir jetzt auch mal tun. So. Nee, hier ist nichts drin. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo diese verdammten Schmerzmittel sind. Sind die irgendwie in der Küche? Hatte ich die Küche irgendwie übersehen? Vergessen? Whatever? Ich guck mal hier. Okay, hier ist der Kessel. Hier ist immerhin Salz. Oh Mann. Also wenn ich das jetzt wenigstens noch wüsste, das ärgert mich jetzt so ein bisschen. So, Kühlschrank mal öffnen. Huch. Ah ja, hier ist die Salami, die wir gleich mal mitnehmen. Erfrischungsgetränk. Es gibt nichts Besseres als eine frische Limonade. Mayonnaise.
Oh, fettarme Mayonnaise, die gibt's. Lachs, Hühnern, Nuggets und ein Huhn. Ich mach das jetzt besser mal wieder zu. Bevor das hier jetzt irgendwie anfängt, nicht gut zu werden. Oh Mann. Ha. Gucken wir doch mal hier. Hier haben wir Mais drin. Popcorn. Franks Popcorn. Microwave Popcorn. Okay, vielleicht mag ja hier irgendjemand Popcorn haben. Also das finde ich jetzt irgendwie so ein bisschen ätzend. Ich wusste, dass es hier irgendwo Schmerzmittel gibt, aber ich habe irgendwie total vergessen, wo. Das ist ein bisschen scheiße. Aber hier ist zumindest ein Bier, das ich mitnehmen kann. Motoröl. Motoröl, aber kein Auto. Es ist nicht 2- oder 4-Takt. Nun, das reicht. Das ist das seltsamste, nutzloseste Gleitmittel, das ich je gesehen habe. Oh! What the fuck? Gleitmittel? Nein! Aber den Schlüssel nehmen wir mal mit. Das ist der Generalschlüssel. Da können wir dann alle Leute einschließen, inklusive Frank, wenn er gerade mal wieder durchdreht. Handystörsender, den brauchen wir auch noch, genau. Ist schon praktisch, was die Leute hier so in ihrer Garage rumstehen haben. Okay, ihr Lieben, an dieser Stelle verabschiede ich mich mal von euch. Ich werde in der nächsten Folge auf jeden Fall weiter nach den Schmerzmitteln suchen und hoffe, dass ich sie dort finde. Ey, das nervt mich jetzt gerade echt so ein bisschen. Ah, herrlich. Also, mal gucken, wie es weitergeht. Ich bin gespannt, was das für eine Story zwischen Rachel und Patrick so ist. Vor allem, weil der gute Patrick, glaube ich, jemand ist, der so ein bisschen zum einen komisch tanzt und zum anderen, Dinge tut, die Frauen nicht unbedingt gefallen, würde ich mal wetten. Sonst gibt es ja auch keinen Grund, dass sie ihn alle hier hassen. Macht's gut, ihr Lieben, und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin und tschüss.